Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man Respekt hat vor der Internationalisierung, weil es ist kein einfaches Geschäft. Man wird ganz, ganz viele Stolperfallen vorfinden und die zu umschiffen ist nicht immer einfach, aber man sollte auch keine Angst haben davor. Ich heiße Philipp Tipkemper, bin 36 Jahre alt und bin Geschäftsführer bei der Firma Tennis Point. Wir verkaufen alles rund um den Bereich Tennis, alles, was mit Tennis zu tun hat, angefangen vom Tennisschuh, Tennisschläger, Tenniszubehör, Tennisbekleidung. Alles, was das Tennisspielerherz begehrt. Wir sind online gegangen, weil das einfach der Markt der Zukunft war. Wir haben da schon Haus und Hof für in den Ring geschmissen, um unser Baby starten zu können. Und das ist ein sehr, sehr kapitalintensives Geschäft. Also E-Commerce darf man sich nicht so leicht vorstellen. Das Schöne war, dass unsere Bank uns wirklich immer zur Seite gestanden hat. Denn offen gestanden wusste keiner, wie das Ganze enden wird. Wir haben Werbung geschaltet bei einem Fernsehsender, der eben international ausgestrahlt hat, in 50 verschiedene Länder. Und dass ein Online-Shop Werbung macht, war damals Neuland. Und dann kam unsere erste Werbung, wir haben angestoßen, sind zurückgefahren, haben auf die Bestellungen gewartet und es kam gar nichts. Es war wirklich das totale Desaster. Wir hatten gemerkt, okay, Besucher sind gekommen auf unsere Seite, wir haben nur nicht verkauft. Dann haben wir überlegt, woran könnte es liegen? Dann haben wir einen neuen Online-Shop gebastelt. Aber ich glaube, wenn wir nicht online gegangen wären, wenn wir diesen TV-Spot nicht gemacht hätten, dann wären wir heute noch am Entwickeln. Und insofern hatte das alles irgendwie seine Berechtigung. Ich habe mal spaßeshalber geguckt, in welche Länder wir noch nicht geliefert haben. Und das waren wirklich wenige. Von Skandinavien oben im Norden angefangen bis zur Iberischen Halbinsel, da haben wir unsere Shops lokalisiert, also wirklich in die richtige Landessprache gebracht und alles, was man so braucht, damit der Kunde wirklich das Gefühl hat, auch in einem Heimatmarkt einzukaufen. Die Anbindung von unterschiedlichen Zahlungsmöglichkeiten ist ein ganz wichtiger Faktor bei der Lokalisierung. Du musst schon zusehen, dass der Kunde eine Zahlart auswählen kann, die er gewohnt ist zu benutzen. Und im Ausland ist das im Wesentlichen die Kreditkarte. Es gibt ein paar andere entscheidende Bezahlmethoden. Und in Deutschland oder im Dachraum ist es bei uns viel die Rechnung. Natürlich muss man eine saubere Lieferkette haben und die Logistik muss 1A funktionieren. Das ist ganz klar mit das wichtigste Kriterium. Ansonsten ist halt ganz wichtig, dass der Kundenservice einfach passt. Die Kunden müssen auch im Ausland das Gefühl haben, dass sie Kunde erster Klasse sind.